Hey Leute, herzlich willkommen zu den Nachrichten der letzten Woche. Schön, dass ihr dabei seid. Es ist vor allem innenpolitisch sehr viel passiert, aber außenpolitisch auch nicht weniger als sonst. Wir haben also viel zu bereden und deswegen kommen wir ganz ohne Umschweife direkt zur Innenpolitik. Ja, die Causa Maaßen, wie sie so schön heißt, die sollte ja eigentlich beendet sein, das war alles geklärt. Jetzt hat aber Maaßen selber nochmal nachgelegt und eine Abschlussrede gehalten, die es in sich hatte, in der er nochmal richtig ausgeteilt hat, in der er von linksradikalen Kräften in der SPD gesprochen hat, die den Bruch der Koalition wollten und ja, seinen Fall hier praktisch instrumentalisieren wollten, damit es zum Bruch der Großen Koalition kommt und so weiter und so fort. Und hat dabei eben einige Aussagen gebracht, die ja, inakzeptabel für die Bundesregierung waren, sodass Seehofer ihn jetzt doch nicht halten kann, sondern ihn rausschmeißen muss und eben damit in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Damit haben wir letztlich nochmal die Causa Maaßen da. Maaßen bekommt nochmal Aufmerksamkeit. Seehofer verliert hier viel, viel Autorität, weil er ihn am Schluss doch fallen lassen muss. Maaßen kann sich hier als Opfer stilisieren und bekommt da auch durchaus eigenen Zuspruch, unter anderem von der AfD-Fraktion. Und das ist so der krönende Abschluss, das große Boom am Ende der Causa Maaßen, könnte man sagen. Und da er selber angekündigt hat, eventuell in die Politik wechseln zu wollen, könnte es durchaus sein, dass wir in den nächsten Jahren doch noch von Maaßen hören. Ich hatte ja schon mal darüber gesprochen, dass der neue Bundesetat für 2019 verabschiedet werden sollte. Der ist jetzt verabschiedet worden, aber nochmal mit kleinen Änderungen, die ich hier anmerken wollte. Es bleibt bei der schwarzen Null, auch mit der GroKo. Allerdings bekommt die Bundeswehr nochmal 3 Milliarden mehr, da eben mehr Steuereinnahmen zur Verfügung stehen, mit jetzt etwa 42 Milliarden Euro. Das wird eigentlich von allen Parteien außer der Großen Koalition und der AfD hier kritisiert. FDP, Linke, Grüne stellen sich hier alle dagegen und sagen, die Bundeswehr hat mehr als genug Geld und wir haben ja dafür eine NATO und eine europäische Gemeinschaft. Auf der anderen Seite wird viel, viel mehr Geld in Arbeit und Soziales gesteckt, statt 139 Milliarden, 145 Milliarden, was eben für Hartz IV investiert wird, wo aber auch zum Beispiel die Rentenerhöhung herkommen, die nächstes Jahr folgen sollen. Und dann kommen wir zu ja mittlerweile dem größten Steuerskandal, den es in der deutschen Geschichte überhaupt gab, dem Cum-Ex-Skandal, wo ja es seit einigen Jahren bekannt ist, aber immer noch aufgearbeitet wird, weil eben Milliarden hier an Steuergeld, also wirklich, wirklich viel Geld, ja dem deutschen Staat hinterzogen wurde. Und mittlerweile wird auch gegen BlackRock ermittelt, die Firma, wo der CDU-Kandidat für den Parteivorsitz Friedrich Merz gearbeitet hat. Er hat zwar gearbeitet, nachdem praktisch der Cum-Ex-Skandal bereits öffentlich war und hat damit später angefangen. Das heißt, gegen ihn wird hier nicht ermittelt. Trotzdem dürfte es seinem Image hier schaden, dass eben gegen BlackRock, die eine der größten Investorenfirmen überhaupt auf der Welt, hier deswegen ermittelt wird. Und das ist hier eben auch noch wichtig, dass man nochmal darauf hinweist, dass es diesen Fall gibt, dass da weiter dran gearbeitet wird und dass der deutsche Staat hier auch jede Menge Steuern wieder zurückbekommt und unter anderem deswegen eben höhere Einnahmen nächstes Jahr hat. Und wenn wir den Cum-Ex-Skandal ein bisschen hochprojizieren, dann kommen wir zu dem, was vor genau einem Jahr passiert ist, nämlich die Veröffentlichung der Paradise Papers. Über 80 Medien haben verdeckt daran gearbeitet, diese Informationen zu veröffentlichen, wo sehr viele verschiedene Personen, Firmen, Vertreter, Politiker, wirtschaftliche Interessenten, Lewis Hamilton, Jean-Claude Bastos, die Liste geht immer weiter, eben ja ihrem eigenen Staat über Briefkastenfirmen verheimlicht haben, wie viel Geld sie eigentlich haben und damit eventuell Steuern hinterzogen haben. Und vieles davon ist mittlerweile aufgeklärt, vieles noch nicht, weil es sind einfach unmenschlich viele Daten. Aber die Aufklärung geht hier weiter, auch der deutsche Staat hat viel Geld zurückbekommen. Und gerade muss man das nochmal anerkennen, diese journalistische Meisterleistung an dieser Stelle, weil genau das ist der Journalismus, den wir brauchen, dass eben genau solche verdeckten Machenschaften hier ans Licht kommen. Im nächsten Schritt müssen wir über Asia Bibi sprechen. Die ja, Bewohnerin Pakistans ist vor 9 Jahren verhaftet worden wegen Blasphemie, saß jetzt 8 Jahre lang in der Todeszelle, weil sie eben ja eventuell hingerichtet werden sollte. Und der gerichtliche Prozess hat sich gezogen und gezogen und jetzt hat mittlerweile das oberste Gericht hier in Pakistan ja Asia Bibi freigesprochen von allen Anklagen und sie darf praktisch machen, was sie möchte. Daraufhin gab es in dem eben streng muslimischen Pakistan Proteste von tausenden strenggläubigen, radikalen Muslimen, die eben die Todesstrafe für sie gefordert haben, die auch die Todesstrafe für die Richter gefordert haben, etc. Und sie somit ganz, ganz krass gegen den Staat vorgegangen sind. Woraufhin der Staat den Kompromiss eingegangen ist und gesagt hat, okay, der Fall wird nochmal verhandelt, man muss nochmal drüber schauen und sie darf nicht ausreisen. So gab es praktisch einen Deal zwischen den radikalen Muslimen, damit es eben nicht noch mehr Ausschreitungen gibt.
Und das hier ist sehr, sehr interessant zu beobachten, weil eben gerade hier die Religion, ja, der Islam gegen den Staat steht und eben diese radikalen Muslime gegen den Staat stehen und da getestet wird, wofür sie eigentlich mehr sind, ob sie tatsächlich mehr für die Scharia, für den Islam sind oder ob sie den Nationalstaat Pakistan anerkennen mit seiner unabhängigen Justiz, die Asia Bibi hier freigesprochen haben, die ausreisen möchte, aber es derzeit noch nicht darf. Und wie jede Woche schauen wir auch noch einmal in die USA zu Donald Trump und dort gab es die Midterm-Elections, die auch immer eine Abstimmung nach der Hälfte der Amtszeit des Präsidenten über den Präsidenten und seine Arbeit sind. Und die Republikaner haben im Senat weiterhin die Mehrheit, das heißt, sie können hier ja die Richter besetzen, aber wichtig für die Gesetze ist unter anderem eben auch der Kongress, wo die Demokraten jetzt die Mehrheit haben. Das heißt, Donald Trump muss gegen eine Mehrheit im Kongress hier arbeiten, so wie Obama es lange Zeit getan hat. Und wir alle wissen, dass in der Zeit leider nicht so viel durchgesetzt werden konnte. Die Politik ist mehr oder weniger stehen geblieben. Und das muss man jetzt sehen, ob das hier in den USA weiterhin so bleibt. Interessant ist auch, dass eben viele, viele neue Gesichter jetzt im Senat und im Kongress sitzen. Das sind junge Menschen, das sind muslimische Menschen, das sind der erste schwule Senator sitzt da, aber es sind auch mittlerweile Senatoren da, die klar rechtsradikal sind, die sich offen rassistisch äußern und offen auch mit zum Beispiel dem Ku Klux Klan, ja, sich zeigen und dementsprechend nimmt die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft immer weiter zu und das sieht man jetzt hier auch ja in den offiziellen Gremien, dem Senat und dem Kongress. Und zum Schluss schauen wir noch auf zwei Berichte, die selber von sich behaupten, dass das Thema, was sie betrachten, ja die Problematik des 21. Jahrhunderts schlechthin sein wird. Das ist einmal ein OECD-Bericht über superresistente Keime, die entstehen können, wenn Antibiotika viel zu oft verschrieben werden. Normalerweise sind Antibiotika dafür da, gerade die Bakterien zu eliminieren, die Keime. Aber selten kann es durchaus mal sein, dass so ein Keim eine Resistenz dagegen entwickelt. Und wenn diese ganz, ganz oft eingesetzt werden, diese Antibiotika, dann kann sich genau diese an der Bakterien, diese Keime vermehren, die eben resistent dagegen sind. Und immer mehr Menschen sterben an solchen resistenten Keimen, weil sie mit einer, ja, mehr oder weniger gut behandelbaren Krankheit eigentlich ins Krankenhaus kommen, aber dann wirken einfach die Antibiotika nicht und somit sterben immer mehr Menschen. Und der zweite Bericht ist von der WHO und handelt von schlechter Luft, wo eben gesagt wird, dass 9 von 10 Menschen mittlerweile auf der Welt vergiftete Luft einatmen, vor allem in Industrienationen, vor allem in Indien, vor allem in China. Mittlerweile werden wirklich drastische Maßnahmen getroffen. In Delhi wird versucht, mit künstlichem Regen dagegen vorzugehen. Man kennt die Bilder, wo in Japan, in China, in Indien Menschen nur noch mit Atemschutzmaske aus dem Haus gehen. Und das sind Bilder, die eben zeigen, dass Luftverschmutzung eins der dringendsten Probleme unseres Jahrhunderts ist. Und da geht Indien und ja, China und Japan, die gehen alle dagegen vor. Und da werden wir sehen, wie sich das in der nächsten Zeit entwickelt, ob solche Maßnahmen tatsächlich helfen können und wie sie die Luft verbessern können. Und ganz zum Schluss, wie immer, noch die gute Nachricht der Woche. Und da schauen wir nochmal auf den Etat des Bundes 2019. Denn es wird wieder mehr Geld für humanitäre Hilfe ausgegeben. Mittlerweile sind es 1,8 Milliarden Euro. Das ist eine Verdreifachung gegenüber 2010. Das Geld fließt hauptsächlich nach Syrien, in den Nahen Osten, nach Afrika, ist da für die Entwicklungshilfe zuständig, für humanitäre Hilfe und geht Hand in Hand mit den immer steigenden Spenden, die eben aus Deutschland in andere Länder fließen. Und gerade diese Entwicklungspolitik, damit eben die Menschen sich in Afrika auch eine Existenz aufbauen können, dass sie eben nicht nach Deutschland fliehen müssen, sondern dass sie wirtschaftliche Perspektive haben, aber eben auch Menschenrechte und grundlegende Versorgung, was eben humanitäre Hilfe bedeutet. Das hier finde ich definitiv eine gute Nachricht der Woche wert. Ja, Freunde, das war's dann wieder von den Nachrichten der letzten Woche und damit auch von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Fragen, Anregungen, Kommentare, wie immer alles gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns doch hoffentlich beim nächsten Video wieder.